Hey yo Leute, Kev wieder am Start mit einem neuen Video von Emergency 4 und der Dorfmodifikation Gemmersheim. Ja Leute, ich habe mir mal überlegt, mal ein anderes Format zu machen, beziehungsweise eine andere Modifikation aufzunehmen, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Da ich ja momentan sehr viele Biberfelde-Videos gemacht habe, dachte ich mir, eine andere Modifikation schadet nicht. Und da habe ich mir mal die Gemmersheim Dorfmodifikation rausgesucht. Eine sehr, sehr schöne Modifikation, wie ich finde, mit verschiedenen Ortsfeuerwehren. Wie man hier sehen kann, hat man hier zum Beispiel eine Ortsfeuerwehr, hier, genau hier mit dem Trecker sogar, habe ich persönlich auch noch nicht gehabt, haben wir hier zum Beispiel noch eine Ortsfeuerwehr, auf jeden Fall ein paar Ortsfeuerwehren und sehr, sehr schön gemacht auf jeden Fall die Karte und ja, da haben wir zum Beispiel einen Rettungsdiensteinsatz, deswegen werden wir gleich mal einen Rettungsdienst alarmieren. Genau, und wie ihr gerade gesehen habt, haben wir natürlich auch wieder einen Großbrand. Dort Nordheim 761 zum Notfalleinsatz. Notfallnummer 761 zum Notfalleinsatz. Und zwar brennt hier gerade ein Kfz-Betrieb mal wieder. Ich hatte ja bereits ein Video gemacht, nur handelte das von der Biberfelde-Modifikation, wo auch ein Kfz-Betrieb gebrannt hat. Dort geht es am 71.1 zum Notfalleinsatz. Dort geht es am 71.1 zum Notfalleinsatz. Ja, und auf jeden Fall, ja. Gemmersheim Dorfmodifikation, jetzt löst sich der Rauch auch langsam auf und man sieht ein wenig mehr, aber es brennt immer noch. Aus dem Grund werden wir jetzt erstmal alarmieren. Ich muss dazu sagen, das Alarmsystem und die Sirenenalarmierung ist sehr, sehr gut gelungen und sehr realistisch, wie ich finde. Gerade wenn man selber in der Ortsfeuerwehr ist, gerade die Sirenenalarmierung. Ja, man hat jetzt hier auch zum Beispiel die Auswahlmöglichkeiten zwischen B1 und B4. Wir nehmen in dem Fall B4, da es ja doch etwas größerer Brand ist. Und ja, ich würde sagen, wir alarmieren. Und dann bin ich erstmal ruhig und dann könnt ihr erstmal das Alarmsystem hören. Wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall sehr realistisch. Gerade mit der Alarmierung und mit dem Sirene. Gerade wenn man selber im Ort ist und dann im Nachbarort die Sirene läuft, hört sich das exakt genauso an. Genauso wie jetzt. Gerade läuft eine Sirene. Alarm für die Feuerwehr Beringshausen. Über Funk bei der Leitstelle melden. Ich wiederhole, Alarm Feuerwehr Beringshausen. Über Funk bei der Leitstelle. Die Leitstelle Nordheim. Der Flammenab 301 zum Einsatz. Den Landkreis zur Hilfeleistung. Kommen Sie zum Gerätehaus. Alarm für die Feuerwehrheithaus. Kommen Sie zum Gerätehaus. Ist die Leitstelle Nordheim mit einem Einsatz für die FF Schwab? Stellen Sie Einsatzbereitschaft her. Ich wiederhole, die Leitstelle Nordheim mit Einsatz für die FF Schwab. Stellen Sie Einsatzbereitschaft her. Gemmersheim zum Einsatz. Stellen Sie Einsatzbereitschaft her. Ich wiederhole, die Feuerwehr Gemmersheim zum Einsatz. Stellen Sie Einsatzbereitschaft her. Notfallalarm 72-2 über Funk bei Leitstelle melden. Dann Alarm 72-2 bei Leitstelle melden. Leitstelle von Florenheithaus 41. Leitstelle Nordheim hört. Alarm angekommen, Griff auf Fahrt. Fahrzeug 13 hört. Bin unterwegs. Höre. Ist in Arbeit, ja? Ja? Ja Leute, auf jeden Fall hört sich der Funk schon mal richtig geil an. Gerade die Sirenenalarmierung, wie wenn ich jetzt in meinem Ort bin und im Nachbarort geht die Sirene, hört sich das exakt genauso an. Land 2-2 ab.
36 hört. So rüsten wir schon mal die ersten Fahrzeuge mit Pressluftatmer aus. Fahrzeug 41 hört. So, werden wir gleich das erste Fahrzeug mal hier positionieren. Fahrzeug 49 hört. Fahrzeug 9 hört. Das Fahrzeug hat sowieso kein Wasser, deswegen fahren wir das erstmal an eine Seite. So, dann parken wir das Fahrzeug schon mal hier, würde ich sagen. Fahrzeug 50 hört. Einmal parken bitte. Rüstwagen brauchen Fahrzeug wir eigentlich ja hört. Sowieso nicht hier. Fahrzeug 1. So, einmal schnell hier hinstellen. Fahrzeug 39 hört. Fahrzeug 42 hört. Fahrzeug 39 hört. Das Fahrzeug habe ich gewartet hier. Fahrzeug 36 hört. Unterwegs. So, wie sieht's mit dem Patienten hier aus? Dann können wir den Notarzt hier schon mal hin. Fahrzeug 6 hört. Höre. Auf dem Weg. Los geht's. Kümmert sich der Notarzt jetzt da um die Person? Fahrzeug 41 hört. Fahrzeug 36 hört. Fahrzeug 2. Jeder hat das jetzt auch eingetroffen, sehr schön. Auf dem Weg. Können wir hier schon mal einen Löschangriff aufbauen? Hört. Fahrzeug 36 hört. Dann einmal bitte Pressluft bzw. PA-Träger nehmen schon mal Schläuche. Dann brauche ich erstmal eine Wasserversorgung. Ja. Wird ausgeführt. Von dem Oberflughydrant. Kein Problem. Wir können ja schon mal die Zeit ein bisschen umstellen, das geht übrigens auch. Dann können wir auch mal ein bisschen im Dunkeln spielen. So, jetzt haben wir es ein bisschen dunkel. Höre, wird gemacht. Ja. Dann brauchen wir noch mal jemand, der einen Verteiler setzt. Nicht, dass es hier noch außer Kontrolle gerät. Das wollen wir ja nicht. Auf dem Weg. Fahrzeug 336 hört. So, einmal bitte Verteiler setzen hier. Zack. Das Blaulicht kann man ruhig anlassen. Umfeldbeleuchtung ist auch an. Rüstet sich hier nochmal einer mit einem Schlauch aus. So, da haben wir jetzt auch eine Wasserversorgung über den Überflug dran gemacht. Fahrzeug 46 hört. Was ist das hier? Das sind wahrscheinlich Privat-PKW oder so. Pumpe starten bitte. Was gibt's? Ah, da hinten brennt schon. Deswegen brauchen wir eigentlich noch ein paar Fahrzeuge. Fahrzeug 31 hört. Weil wir haben doch bestimmt Kettensägen, ne? Dann können wir da schon mal Kettensägen für das Abholzen nehmen. Okay. Alles klar. Damit das nicht allzu sehr außer Kontrolle gerät. Dann werden wir gleich mal zwei Leute mit Kettensägen ausrüsten. Kein Problem. Genau, was ist jetzt mit dem Patienten hier? Kann der nämlich jetzt auch schon mal weg? Höre. Muss der Notarzt eigentlich mit dem RTW sein? Ich kenne das hier in der Modifikation nicht, deswegen. Auf dem Weg. Fahrzeug 13 hört. Ja, auf dem Weg. Fahrzeug 13 hört. Fahrzeug 6 hört. Oh, jetzt ist er weg, auch nicht schlecht. Schon unterwegs. Höre. Sofort.
Gerät hier sonst noch außer Kontrolle. Gerät ist, glaube ich, auch so schon. Gut, dann müssen wir mal schnell hier umparken, die Fahrzeuge. Ja? Fahrzeug 36, hört. Ist in Arbeit. Dann muss das hier eben mal schnell umgeparkt werden, das Fahrzeug. Was gibt's schon unterwegs? Schon unterwegs, schon unterwegs. Was gibt's? Bestätige. Genau. Höre, auf dem Weg. Wird gemacht. Bin unterwegs. Fahrzeug 36, auf dem Weg. Hört. Hoffentlich passt das hier, ey, dass das Fahrzeug hier nicht... Auf dem Weg. Aber anscheinend fährt er irgendwie nicht. Fahrzeug 31, hört. Fahrzeug 36, hört. Fahrzeug 5. So, dann machen wir das mal eben schnell mit dem Marker hier. So dürfte er sich eigentlich bewegen. Fahrzeug 36, genau, sehr schön. Können wir das Fahrzeug hier auch erstmal hinstellen, so zum Beispiel. Dann kann der sich wieder hier den die Wasserversorgung, die PA-Typen nach da. Was gibt's? Dann brauchen wir nochmal schnell einen Schlauch, damit wir den Verteiler wieder schnell setzen. Ja? Ist in Arbeit. Kein Problem. Höre. Bin unterwegs. Alter, hinten brennt es schon wieder komplett. Dann können wir die Drehleiter mal hier positionieren. Fahrzeug 31, was hört. Bin unterwegs. Fahrzeug 31, hört. Dafür, dass wir auf B4 alarmiert haben, ist es ziemlich wenig, was wir hier haben. Wahrscheinlich sind nicht alle freiwilligen Helfer da gewesen. So, einmal Verteiler setzen. Leider kann man hier keine Unterflughydranten nutzen. Finde ich ein bisschen schade. Ja. Einmal die Pumpe starten wieder. Wird gemacht. Was gibt's? So, Drehleiter kann irgendwie nicht positioniert werden. Machen wir das mal eben. Fahrzeug 7. Schon unterwegs. Fahrzeug 7. So, jetzt kriegen wir es langsam hier in dem Griff, muss ich sagen. Fahrzeug 39 hört. Schon unterwegs. Fahrzeug 33 hört. Ja, wie gesagt, das Alarmsystem finde ich persönlich ganz cool. Fahrzeug 33 hört. Fahrzeug 8. Fahrzeug 39 hört. Fahrzeug 8. Fahrzeug 33 hört. Fahrzeug 8. Fahrzeug 46 hört. Dann kann der sich ja auch hinstellen. Fahrzeug 9. Fahrzeug 46 hört. Fahrzeug 9. Sie denn? Fahrzeug ja, dann 31 kann, ist auch kein hört. Wunder, warum das nicht funktioniert. Fahrzeug, Fahrzeug 31 hört. So, wir kriegen das jetzt hier allmählich im Griff, muss ich sagen. Fahrzeug 39 auf hört. Fahrzeug 31 hört. Fahrzeug 7. Fahrzeug 39 hört. Fahrzeug 10. Zack. Alles hier Iveco. Auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Modifikation gefällt mir. So, dann haben wir noch ein Fahrzeug. Oh, fast den Kameraden erwischt. Sehr, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Gefällt mir. Fahrzeug 6 hört. Schon unterwegs. Hat ja auch ziemlich gebrannt hier.
Ich muss dazu sagen, ich habe das alles hier mehrmals geprobt mit dem Einsatz. Es ist sehr, sehr oft schief gelaufen. Deswegen ist das jetzt wahrscheinlich schon mein 10. Versuch, dieses Video aufzunehmen. Und ja, das ist nämlich auch passiert, dass es hier eskaliert ist und hier der komplette Wald abgefackelt ist und ich mit dem Fahrzeug nicht hier rumgekommen bin. Und ja. Fahrzeug 31, hört. So, wir kriegen das jetzt hier am Ende unter Kontrolle. Zum Glück. Leider muss ich dazu sagen, man kann keinen Unterflügeldrand benutzen. Also man kann das Standrohr setzen, aber sobald ich das Standrohr setze, kann ich da keinen Schlauch dran machen. Ich weiß nicht, ob man das schon weiß, ob die schon daran sind, das zu beheben, oder ich habe keine Ahnung. Das haben wir noch einmal 71-1 zum Notfalleinsatz. Ich wiederhole. Das haben wir noch einmal 71-1 zum Notfalleinsatz. Ich kann jetzt leider nicht so komplett nach hinten gucken, ob die da alles löschen. Sauber, Feuer aus. Kfz-Brand gelöscht, sehr schön. Und somit hätten wir den Einsatz auch abgeschlossen. Und ich würde sagen, damit kann ich euch jetzt erstmal alleine lassen. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut hier dieses Szenario. Ich muss dazu sagen, den Einsatz habe ich jetzt selber mal gestartet. Und ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Somit können wir jetzt erstmal die Zeit wieder ein bisschen hochstellen. So, jetzt haben wir es wieder 11 Uhr. Kann man sozusagen, der Einsatz hat jetzt ungefähr ein paar Stunden gedauert. Muss dazu sagen, aber im Dunkeln gefällt es mir schon besser. Also machen wir wieder auf Dunkel. Zack, zack, zack. Weiß nicht, sieht einfach viel, viel schöner aus. Nein, nicht weil ich das Blaulicht schön finde, weil es einfach von der Grafik her besser aussieht. So, ich würde sagen, dann lassen wir das erstmal alles so stehen. Oder wir können die ersten Fahrzeuge dann schon mal nach Hause schicken. Achtung, Brandausbruch. Da haben wir nämlich schon wieder den nächsten Brandausbruch. Und zwar direkt hier in der Nähe. Und den würde ich sagen, lassen wir einfach mal links liegen. Ich wollte euch hier erstmal nur einen ersten Eindruck zeigen von der Modifikation. Und genau. Wir können ja hier zum Beispiel das Fahrzeug erstmal hinschicken. Hat ja gerade eh nichts zu tun. Fahrzeug 9 hört. Das Ganze hier im Gartencenter. Auf dem Weg. Können wir hier auch mit Alarm fahren. Fahrzeug 9 hört. Genau. Ich würde sagen, dann kann das Fahrzeug erstmal wieder einrücken. Hört. Die Kollegen können wieder einrücken. Fahrzeug 46 hört. Fahrzeug 39 Notarzt brauchen wir erstmal nicht, hört. Kann einrücken, der Rüstwagen sowieso. Fahrzeug 30 hört. Fahrzeug 30 hört. So, Gartencenter eingetroffen, sehr schön. Fahrzeug 9 hört. Haben wir einen Einsatz Fahrzeug nach dem anderen. 9 hört. Was ich auch sehr cool finde hier, dass der Dings benutzt werden kann. Die Fahrzeugbeleuchtung. So, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Feuerlöscher. Ich meine, das dürfte ja kein Großbrand sein hier. Können wir Blaulicht wieder anmachen. Hört. Genau, dann können wir die Drehleiter Fahrzeug wieder einfahren. 31 hört. Das Fahrzeug kann auch wieder einrücken. Hört. Genau. Das ist jetzt ziemlich benebelt hier. Wahrscheinlich, weil der Rauch so stark war. Zieht das jetzt hier übers ganz Gemmersheim. Schon unterwegs. Und ja. Was glaubt ihr? Den Einsatz haben wir sogar abgeschlossen noch. Sehr schön. Dann können wir doch die Beleuchtung wieder auf hell machen. Wenn es nebelig ist, sieht das dann halt nicht mehr so gut aus. Das Fahrzeug kommt übrigens auch nicht immer raus. Ich weiß nicht, woran es liegt. Die Fahrzeuge werden nicht immer alle alarmiert. Also, ich weiß nicht. Ich habe mal alarmiert, da sind mehrere Fahrzeuge gekommen. Wenn ich welche alarmiere, dann kommen manchmal weniger. So, Drehleiter rückt auch wieder ein. Ich würde sagen, das Fahrzeug bleibt erstmal zur Brandwache hier. Der Rest kann erstmal einrücken. Fahrzeug 41 hört. Beziehungsweise das bleibt auch nochmal hier. Machen wir hier nochmal eine Einsatzbesprechung oder so, keine Ahnung. Höre. Gucken sich das Ganze nochmal an. Auf dem Weg. Gut, ich würde sagen, das war's mit dem Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen positiven Daumen da. Der Link
zu den Modifikationen packe ich euch unten in die Beschreibung, könnt ihr euch gerne runterladen. Und ja, was ist das hier eigentlich für ein Fahrzeug? TSF? Oder wie? Weiß ich jetzt persönlich nicht. 49.1, alles klar. An sich aber ist es ein schönes Fahrzeug, genauso wie der Mercedes, typisches Standardfahrzeug. Sehr, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen positiven Daumen da. Fahrzeug ist noch nicht eingerückt hier. Gut. Ich würde sagen, dann können wir das Fahrzeug auch wieder einrücken lassen. Hörer wird umgehend durchgeführt. Fahrzeug 9 hört. Nee, mit okay. Fahrzeug 9 hört. Kann der auch wieder rein. Einsatz beendet für heute. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne einen positiven Daumen da, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, schreibt eure Meinung in die Kommentare, Leute. Und ja, ich bin raus. Haut rein. Und ja, was gibt's noch zu sagen, Leute? Wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich würde sagen, jetzt bin ich wirklich raus. Haut rein. Macht's gut. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen positiven Daumen da, bla bla bla. Und ja, das war's mit dem Video. Haut rein, euer Kev.